Oh, den nehmen wir mal mit hier. Der sieht gut aus. Das ist genau das Richtige für meine Farmarmee. Und nach dem Intro nehmen wir uns diesen Gegner einfach mal vor. Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Was wollen wir heute machen? Wir wollen heute einfach mal über die CK-Strategien sprechen, während ich hier so ein bisschen einen Live-Angriff mache, einen Live-Farm-Angriff für euch, weil der hier jetzt doch eine ganze Menge an Ressourcen für mich zu bieten hat und meine Kobis hier richtig gute Arbeit leisten. Ich muss jetzt aber mal gucken. Denn die Riesen gehen natürlich hier in zu der kleinen Kanone. Und ich muss mal gucken, ob ich hier mit meinen Kobolden gut durchkomme. Ja, das machen die ganz locker. Hier kann ich ein bisschen was schicken, ein bisschen ablenken hier. Das brauche ich nicht mal mehr mit Riesen machen. Das ist wirklich krass. Also nach wie vor, ich bin ja noch in Kristall mit der Armee hier. Und muss sagen, dieser Event-Bonus, Zweifach-Bonus, den habe ich ja schon mal zweifelt, ob das Sinn macht. Also der Vierfachbonus ist sicherlich cool, aber der Zweifachbonus, das sei mal dahingestellt, da muss ich nicht unbedingt eine Liga hochrücken. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch auf dieser Seite etwas. Wir schicken hier auch mal alle rein. Hat einfach mal so den Hintergrund, dass ich vielleicht auch den einen oder anderen Pokal möchte, weil ich dann doch mal den Bonus hier mitnehme. Klar nehme ich jedes Event hier mit, was es gibt, aber vorzugsweise natürlich die coolen Events, wo es Juwelen gibt, wo es EP gibt, und dementsprechend haben wir den jetzt schon abgeräumt. Ist auf 000, also alle Ressourcen sind an uns gegangen. Die Queen ist noch in der Mitte, die Riesen tanken noch links bzw. hier unten, und mal gucken, wie weit wir da kommen. Ich sehe noch einen Magier, den wir da haben. Und 45, 46, 47 Prozent, 49. Dann lassen wir die Queen eben den 50. machen. Und dann haben wir wieder einen Stern zu unserem Bonus reingepackt. Ich guck mal gerade. Jawohl, ein Stern in unserem Bonus. Aber es ging ja eigentlich gar nicht primär hier ums Farmen, sondern es ging um die CKs und die CK-Analysen, CK-Starts. Wie macht ihr das? Wie startet ihr CKs? Wie haltet ihr das mit den Retentions? Das heißt also die Wiederholung. Startet ihr immer Clankrieg, sobald einer vorbei ist, oder lasst ihr euch auch mal einen Tag Ruhe? Bei uns ist es ja so, dass wir immer CK spielen. Ganz aktuell hier noch 50 Minuten dieser CK hier, aber ich denke mal, der Gegner mit den wenigen Angriffen, die sie noch haben, das sind nämlich zwei Angriffe eigentlich, denn auch das gehört immer so ein bisschen zur Clan-Kriegsanalyse dabei. Man guckt sich seine Gegner an. Ah, kann der noch angreifen? Kann der noch was machen? Ja, eher wenig. Ja, das ist so eine schöne Offline-Base hier. So richtig pickepacke voll, die Lager. Da kann man fast von ausgehen, so einer, der wird keinen Angriff mehr machen, der wird uns nicht mehr gefährden. Wenn er es denn doch macht, muss er halt hart gemmen. Und ich finde, solche kleinen Geschichten gehören auch immer wieder zu den Analysen dazu. Und also während des CKs, wo man sich den Gegner mal anguckt und mal schaut, was macht der Gegner, was plant der Gegner. Und dementsprechend bereiten wir uns zurzeit so auf diese Kriege hier auch so ein bisschen vor. Und unser Konzept geht nach wie vor auf. Unsere Serie, wie im vorherigen Teil, hält nach wie vor. Der Gegner wird es hier nicht mehr schaffen, die 12 Sterne zu machen. Ist einfach so. Das kann ich jetzt 50 Minuten vor Schluss ganz sicher schon sagen. Und somit ist unsere wirklich gute Serie nach unserer Taktikumstellung vor allen Dingen bisher richtig gut aufgegangen. Und eine kleine Verschnaufpause gibt es allerdings hier für die wahren Krieger nur am Donnerstag. Denn, wie ich es schon angesprochen habe, wir spielen eigentlich Dauer-CK, aber lassen uns dann mal einen Tag dazwischen frei, nämlich den Donnerstag. Das hat einfach den Grund, dass wir dann auch zeitmäßig mal wieder so ein bisschen in einen anderen Rhythmus kommen. Ihr seht selber, also es ist jetzt schon sehr, sehr spät am Abend und der CK geht hier noch 50 Minuten.
Das heißt, der nächste CK startet direkt im Anschluss, damit man nicht ganz so viel Zeit verliert. Denn der Vorbereitungstag sind dann ja 23 Stunden. Das heißt also, nach Gegnersuche startet der CK eine Stunde eher, aber das wird hier dann trotzdem wirklich ein bisschen spät. Und so, dass wir dann wieder so ein bisschen so einen Rhythmus finden. Ich sag mal, ich nenne mal Zahlen, 19, 20 Uhr. Das können wir nur gewährleisten, wenn wir dann mal einen Tag aussetzen. Und das machen wir am Donnerstag. Das heißt also, wer mal lustig ist und wer mal Bock drauf hat, ich blende den Tag, also unseren Clan-Tag, auch mal am Ende ein. Oh, wir haben hier einen Live-Angriff vom Oleg. Ja, ist natürlich super. Das passt wieder so richtig in diese Folge hier rein. Und schauen wir mal, was der Oleg macht. Oleg hat heute schon gute 2 Sterne hier geholt, hat sich also auch so ein bisschen gemausert, hat an seinen Taktiken gefeilt, an seinen Angriffen gefeilt und finde ich auch wirklich gut, dass die Leute das hier nach wie vor machen. Ich muss selber sagen, ich bin ja jetzt echt schon lange nicht mehr in den CKs hier gewesen, zumindest nicht mit dem Thorsten-Account. Das tut mir auch ein bisschen, das geht mir ein bisschen schlecht ab. Aber was soll ich machen? Ich habe da erstmal andere Ziele. Ich hoffe, mein Clan sieht mir das auch nach. Aber wenn meine Helden beide auf 40 sind, also auch mein König, dann gibt es mir natürlich keine Ausrede mehr. Außer ich habe zu viel zu tun oder ich bin krank oder nicht da und bin in einem Ort, wo es kein Internet gibt, wo das auch immer sein soll. Gibt es aber hier auch in der Region, wo man tatsächlich überhaupt keinen Empfang hat. Und dementsprechend habe ich dann keine Ausreden mehr und mache hier dann gnadenlos die CKs mit, solange wie ich RH10 bin. Das wird ja auch noch ein bisschen dauern, bis meine Defo hoch ist, bis meine Mauern hoch sind. Und aber da freue ich mich auch schon richtig drauf. Das sind jetzt noch, ich glaube, 4,5 Wochen. Und so lange muss sich der Clan noch gedulden. Vielleicht mache ich noch zwischendurch einen mit. Das weiß ich aber noch nicht. Aber Oleg kommt hier nicht richtig gut in die Base rein. Schafft hier, denke ich mal, 1 Stern. Jetzt kommen da noch ein paar Skelette, die Queen ablenken. Und ja, schade auch 4 auf 5. 1 Stern, hier waren schon 2 Sterne drauf, aber macht nichts. Ich denke mal, prozentual hätte Oleg hier noch was reißen können. Und ja, passt. Also perfekt hier, Leute, für die Folge. Danke an die richtig späten Abendangreifer, die hier mir es ermöglichen, mitten eigentlich in meiner Folge Live-Angriffe zu machen. Aber wir sehen jetzt, es gibt ein bisschen zu viel Zuschauer, habe ich immer das Gefühl. Dann kommt nämlich diese Eieruhr. Und dann können wir uns den Angriff jetzt nicht mehr angucken. Also das ist jetzt keine Eieruhr von meinem Internet, sondern das werden vermutlich jetzt alle haben, warum auch immer. Wir können hier mal rausgehen und können nochmal reingehen. Aber das ist dann auch ein Problem, denn das eiert immer noch. Die Truppen sind, sie sind ein kleines Stück weiter. Okay, das hat's gebracht. Gucken wir also noch live den Mustango auf die Nummer 7 an, 1 auf 7. Und mal sehen, ob da nicht noch ein Stern drin ist. Aber da steht natürlich noch ganz schön viel Dev. 1 Minute, 5 Sekunden noch Zeit. Einen Wutzauber hat er noch in Hinterhand. Sicherlich für das Pärchen Heiler Warden wäre natürlich optimal. Die Hexen produzieren weiter Skelette und tanken hier auf der unteren Flanke. Oben tankt jetzt schön der King. Und ich würde sagen, in 43 Sekunden mit den vorhandenen Wutzauber noch 2 Devs. Das ist es gewesen. Das sind 3 Sterne hier von Mustango auf die 7. Und das war es dann auch ganz, ganz sicher für den gegnerischen Clan. Noch 1 Stern mehr hier rauszuholen. Und ja, sauber. Super Sache. Ha, den Wut noch nicht mal mehr gebraucht. Ja, krass, Alter. Also ich muss sagen, das passt hier im Moment. Sowas von diese Angriffe hier auf die Gegner, wie sie geplant sind, wie sie gemacht werden auch. Wir lassen uns richtig lange Zeit hier teilweise, schauen uns die Bases richtig lange an und entwickeln hier, ja, es sind natürlich Standardtaktiken, aber so ein bisschen ist es ja immer so, wie komme ich rein in die Base, wie schaffe ich es, dass mittig meine Truppen, so wie hier der Bases, der Flashloop auf die 18 ist zwar RH10 auf RH9, aber trotzdem ist die Base nicht ganz untriggig hier mit tiefstehenden, ja, vor allen Dingen sehr, sehr tiefstehenden Teslas in der Tesla-Farm ums Rathaus. Und die
Ich denke mal, hier war schon ein AG drauf. Das heißt, er wusste, was ihn erwartet. Und hatte jetzt mit den Bowlern und mit der Königin in Heilung eigentlich leichtes Spiel hier, den Rest der Base hier zu machen. So waren das hier super 3 Sterne vom Flash auf die Nummer 18. Und hier waren auch erst 2 drauf, also das war noch ein zusätzlicher Stern. Sauber. Richtig gutes Ding. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Oh, hier, das ist jetzt doof. 2-mal Flash Loop. Das wollen wir dann auch nicht sehen. Dann gucken wir uns lieber von dem lieben Jennek hier einen schönen Angriff an. Jennek, Spezialist für Golaloons. Man sieht es hier. Und ich glaube, in den letzten Wochen hat er nichts anderes gemacht, als diese Angriffe hier, die Angriffe geübt. Und führt sie dann auch in den CKs aus. Schöne hohe Helden, schon 25, 23. Das geht auf jeden Fall steil hier nach RH10. Und ich weiß, dass Jennek auch einer ist, der wird maxen. Er wird also die Helden komplett durchspielen und erst dann auf RH10 wechseln, denn man tut sich wirklich leichter. Aber das hier wirklich mal wieder ein krasser Golaloon. Und ich sehe die Angriffe sehr, sehr gerne, weil ich sie auch sehr, sehr gerne, wenn sie denn erfolgreich sind, auch mit meinen RH9ern mache. Muss man auch dazu sagen. Deswegen mag ich das auch so, diese Kombi. Denn das ist so eine Hop- oder Top-Kombi. Entweder holst du 1 Stern oder du holst 3. 2 gibt es irgendwie relativ selten bei diesen Angriffen. Entweder verkackst du hier oder du holst hier, du reißt hier richtig was. Und in dem Fall hat der Jennek hier gut gerissen. Und so waren das hier starke 3 Sterne von 17 auf 15. Das heißt, an der Stelle ein bisschen höher gegangen. Auch nach wie vor optimal hier. Und richtig schönes Ding. Jo, das passt. Ja, und wie gesagt, wir spielen ja unsere CKs freitags an. Also wir lassen die Woche einfach freitags beginnen mit einem großen Clankrieg. Hier geht dann also die Masse mit. Im Moment ist die Masse bei uns so, liegt bei ca. 30. Wenn wir es denn schaffen, auch mal bei 40. Aber im Moment ist es eher selten, weil viele machen ihre Helden. Viele haben es eingesehen, dass die auch Schlüsselfiguren sind, die Helden. Leveln sie entsprechend und machen dann, so wie ich auch, die CKs erstmal nicht mit. Aber wer dann mit dabei ist, der wird hier mit reingeschleust. Wir fragen dann auch in unseren sozialen Gruppen nach, wer kann noch mitmachen, wer hat noch Bock, wir brauchen noch einen Platz und so weiter. Und dann füllen wir hier meistens die CKs doch recht sinnvoll aus mit Leuten, die fast ausschließlich 2 Helden haben. Also es gibt selten mal einen, dass wir jemanden mitnehmen, der dann nur einen Held hat. Hier oben kann man dann natürlich noch was reißen, indem man vielleicht 1-2 Bases tiefer geht. Aber mit Masse sind es dann doch Leute, die beide Helden da haben oder sagen, komm, ich gebe den einen Tag. Kann man ja auch mal machen. Und so bestreiten wir hier unsere Freitags-CKs. Danach geht es dann fröhlich weiter, montags, dienstags. Ist also freitags ist so ein bisschen, ich benenne das mal ganz ausführlich, bisschen Pflicht, den hier mitzumachen, denn wir wollen natürlich möglichst große CKs am Wochenende spielen und eher kleinere 20er CKs oder wie habt ihr bei mir in den Videos gesehen, wer das aufmerksam verfolgt, auch mal ein 10er oder 15er und in der Woche, und deswegen machen wir ganz fröhlich montags, dienstags weiter und haben dann den Donnerstag so ein bisschen als Ausruhtag oder aber als Friendly CK-Tag. Ich sage es nochmal, wer gegen uns battlen möchte, der hat donnerstags die Chance, uns herauszufordern. Es ist immer ein Vize da. Das kann ich euch garantieren, dass wir hier immer so ein kleines Auge auf unseren Clan haben. Und wenn uns ein Clan battlen will, schaut euch unsere RHs an, bietet uns eure RHs an. Also das muss jetzt nicht unbedingt ein Clan sein, der ein 10 gegen 10 nur mit Elbern gegen uns spielen muss. Das kriegen wir nicht hin. So viel haben wir leider nicht. Aber eine ordentlich gemischte Truppe zwischen Elbern, 10ern und 9ern kriegen wir immer auf die Reihe. Und da finden sich auch immer Leute. Ich denke mal, da kann man dann auch mal mit einem Held mitmachen. Dafür ist es so ein Friendly. Das heißt, man hat ein bisschen Spaß. Man kann ein bisschen Taktiken üben. Man bettelt gegen Freunde oder Feinde. Nein, Feinde gibt es hier nicht. Alles Freunde hier. Und so kann man hier noch außerhalb der eigentlichen CKs ein bisschen Spaß haben.
Also wir haben dafür nur den Donnerstag. Überlegen jetzt auch, dass wir vielleicht dieser komischen deutschen Liga beitreten im zweiten Wurf. Das wissen wir aber noch nicht. Da fehlen uns nämlich zurzeit, glaube ich, 9er. Da haben wir ein bisschen zu wenig, weil viele doch auf R10 gegangen sind und können an der Stelle nicht mit. Aber ich sehe hier Fifi auf die 11. Ach, krasser Queen Walk. Klasse gemacht. Der Fifi ist ja auch noch nicht so lange R10, aber 32er Queen regelt hier richtig gut. 11 auf 11. Boah, super und starker Angriff vom Fifi. Gehen ein bisschen höher. Der Daywalker hält sich im Moment ein bisschen bedeckt, unser Student. Kann ich auch verstehen, hat viel um die Ohren. Sicherlich neue Semester, neue Themen, neue Zeiten vor allen Dingen. Und das Lotterleben nach dem Abi ist einfach um, muss man so sagen. Da muss man was tun. Egal, ob man anfängt, irgendwo zu arbeiten oder ob man dann ein Studium beginnt. Da geht's zur Sache. Da muss man was tun. Er hat hier aber gute Angriffe hingelegt, sehr überlegt, muss ich mal so sagen. Und ich stelle das mal hier auf doppelt, ich vergesse das auch gern. Aber ihr hört das selber, ich bin immer ganz begeistert, auch bei unseren CKs mit dabei, auch wenn ich mich tagsüber eher bedeckt behalte, weil ich natürlich auch irgendwo auf der Arbeit stecke und dort nicht immer Zeit habe, hier mal reinzuklicken. Und deswegen sehe ich auch natürlich nicht den Angriff hier live, muss den so ein bisschen nachkommentieren. Aber man kennt ja so ein bisschen die Taktiken. Und schöner Queen Walk mit anschließender Luftunterstützung. Hier sind zwei da oben jetzt viele Skellies noch, die auf die Loons rumhacken. Aber er hat nur noch Pech, dass der Hund jetzt nicht aufgeht. Aber es sind zu viele Truppen hier in der Base. Das ist ein richtig schöner 3-Stern gewesen auf die 9. Und das hilft uns an der Stelle natürlich richtig, richtig weiter. Ihr seht selber, ich bin schon seit mehr als 10 Minuten dabei, 36 Minuten, noch 54, 44. Also irgendeiner hat ja noch einen Stern gemacht beim Gegner. Ja, die 2 auf die 7, okay. Das waren 3 Sterne auf Hank, aber das ist in Ordnung. Das ist 11 auf 10. Und Master haben wir live gesehen. Auch schöner Angriff, gar keine Frage. Und wir gehen hier jetzt mal in den haben wir gesehen. Wir gehen hier mal in den Zweierbereich rein. Oh, 94% habe ich auch nicht geguckt. Muss ich mir unbedingt nochmal angucken. Olig nochmal. Wir nehmen den Olig ruhig nochmal mit rein. Den habe ich ein bisschen vernachlässigt in den letzten Wochen. Ist auch ein guter und alter Kämpfer hier. Ist also schon ewig bei den Warriors. Ich bin ja noch nicht so lange hier. Bin jetzt gut 1,5 Jahre dabei. Und die Warriors, ich bin hier, glaube ich, mit Clan Devil 7 bin ich, glaube ich, hier hingestoßen. Und kämpfe seitdem hier mit den Jungs, kenne alle. Natürlich nicht persönlich, aber ich habe schon mit etlichen telefoniert. Und man hat sich schon ausgetauscht in Teamspeak und natürlich in den gängigen Gruppen, die es so auf den Handys gibt. Da bin ich zwar nicht immer ein Freund von, aber es gibt dort immer was zu diskutieren, immer was zu lachen. Und dementsprechend kennt man so ein bisschen die Leute auch, kann sich ein bisschen einschätzen. Und nach dem kleinen Desaster unseres Unentschiedens mit dem Olig, ihr erinnert euch sicherlich, wo sich jeder gefragt hat, Olig, warum dieser Gegner? Hat sich der Olig hier gemausert, macht hier seitdem in den CKs. Wir haben natürlich ganz klar gesagt, Olig, aufhören geht jetzt gar nicht. Ja, also irgendwo resigniert man ja auch mal, wenn man sagt, oh, ich mache hier nur Scheiße und ich kriege hier nichts mehr gebacken, ich muss erstmal eine CK-Pause machen. Ja, kann man machen, hilft aber nicht. Weitermachen, so wie der Olig das hier macht, super 2 Sterne machen. Und nur so hilft man sich, denke ich mal, auch selber weiter, indem man einfach weitermacht, weiter an seinem Konzept festhält. So ein bisschen haben wir jetzt gesehen, 2 Angriffe von ihm. Mit Bodentruppen. Vorher hat man Olig ausschließlich aus der Luft gesehen und irgendwann passen die Bases nicht mehr unbedingt für Luftangriffe, die dann zugeteilt werden, so dass man dann doch mal auf andere Truppen abgreift. Ich habe ja selber das Problem, dass ich zwar jetzt Truppen hoch habe, aber echt wenig Erfahrung habe im RH10-Bereich. Ja, liegt einfach daran, Helden, 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 wenig CKs. Nur mit Queen und mit den Truppen, ja, kann ich was reißen, klar.
Aber ob es dann unbedingt ein schöner Dreier mal wird, von 10 auf 10, für mich, das ist dann eher unwahrscheinlich. Also da ist dann so ein King, so ein hochleveliger King doch richtig nützlich, der nochmal richtig was reißen kann. Wenn wir hier gerade den Hitman, 5 auf 1, okay, da ist man sich hier auch einig geworden. Ja, das ist unsere neue Taktik hier, dass wir einfach schauen, wo können wir was holen, sprechen uns schön ab und so macht hier natürlich mal ganz locker die 5, die 1. Finde ich richtig gut. Das, wie gesagt, ist im Moment das Geheimnis unseres kleinen Erfolgs. Wir haben jetzt, glaube ich, dann eine Siegesserie von 5 oder 6 plus dem Unentschieden, was wir da ja mal so dazwischen hatten. Und das ist für uns schon richtig stark. Also wenn das so weitergeht, dann sind wir natürlich auf einem super Weg, Level 13 Clan hier zu werden. Und ja, das muss ich einfach sagen, das ist richtig krass hier. Wir haben uns nie aufgegeben, sind immer noch ein voller 50-50. Das liegt ja auch an unserer Fusion, dass wir so voll geworden sind. Und aber ich glaube, aus dieser Fusion, danach ist noch keiner hier gegangen. Also alle Leute kannten sich natürlich auch. Es ist dann eher schwer, hier reinzukommen. Wir haben schon mal gedacht, unsere drei Achter hier rauszuschmeißen. Das sind der Chief, der O und Knockout, um Neuner hier aufzunehmen. Aber in den großen CKs nehmen wir die drei halt noch mit. Um nicht ganz so den Anschluss an RA8 zu verlieren. Aber für uns ist schon eher so ein bisschen Neuner, Zehner Bereich. Das ist so das Gängige hier. Und ich muss noch mal reingehen, weil es wirklich gut ist. 31 Minuten, 44, 54, das ist sehr deutlich. Und super Sache, ihr wahren Krieger hier. Bei mir ist es ja noch nicht so wahr, aber ich meine, mein letzter Farmangriff war ja top. Ihr seht das selber hier, meine Farmangriffe sind in Ordnung, ich komme voran und habe da sicherlich das Elex auch für meine nächste Forschung, denn schon wieder ein Tag rum, nur noch 2 Tage, 4 Stunden bis zur nächsten Forschung. Das soll eine Elex-Forschung werden, damit ich möglichst viel Mauern machen kann mit meinem Elex. Und wie ich es gestern auch schon angedroht habe, ich habe meinen nächsten Bogenschützenturm auf Max Level für Rathof 10 geschickt. Bin ich auch richtig gut. Ja, im Moment komme ich hier hinten auf der Ecke hier nicht wirklich mit den Mauern weiter. Ist nicht so tragisch. Kann ich mit leben. Dafür clash ich einfach im Moment zu casual. Und bin ja auch noch mit dem Avatar unterwegs. Da fängt der Clankrieg erst gegen Mitternacht an. Also das ist nochmal richtig eine krasse Geschichte. Aber die CKs oder die CK-Angriffe des Clans, wo ich zurzeit zu Gast bin, werdet ihr ja auch auf meinem Kanal sehen. Und wenn euch die Folge hier aus dem Clan True Warriors wieder gut gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wer noch kein Abonnent ist, am Ende dieses Videos könnt ihr mich abonnieren oder auch rechts unten hier bei YouTube. Und wir sehen uns in der Woche mit einer weiteren Folge, wenn der Toto wieder lasht.